So, diese Aufgabe beschäftigt sich jetzt mit einem virtuellen Bild. Und bevor wir uns dieser Aufgabe zuwenden, wollen wir erklären, was das ist. Wir wollen uns also zuerst nochmal die Linse angucken und die optische Achse. Und wir wollen angucken, was passiert. Wenn das hier die Brennweite der Linse ist, hatten wir bisher den Gegenstand außerhalb der Brennweite postiert. Und jetzt passiert Folgendes: Je weiter der Gegenstand wegkommt, desto mehr verändert sich die Bildgröße. Also je näher wir drankommen, desto größer wird das Bild. Je weiter wir weggehen, desto kleiner wird das Bild. Wenn wir also den Gegenstand immer weiter vor den Brennpunkt stellen und diese Entfernung hier immer kleiner machen, dann werden wir feststellen, dass die Vergrößerung immer weiter zunimmt und wir ein sehr großes, reelles Bild erhalten. Das wollen wir nochmal versuchen zu zeichnen. Wir haben also wieder einen Strahl parallel zur optischen Achse durch den Brennpunkt geschickt. Den anderen schicken wir direkt hier durch und wir bekommen jetzt einen ziemlich schleifenden Schnitt und damit ein ziemlich großes Bild. Dieses Bild ist immer noch ein reelles Bild. Das heißt, wenn wir hier ein weißes Stück Papier hier hinhalten, dann sehen wir den Gegenstand vergrößert auf den Kopf, Gegenstand und Gegenstandsweite. Das hier ist die Bildweite. Wir wollen jetzt den Gegenstand noch näher ranführen, dann wird das Bild immer weiter vergrößert, aber auch immer unschärfer und irgendwann können wir nichts mehr sehen, wenn wir direkt in der Umgebung des Brennpunktes sind. Und jetzt wollen wir versuchen, das Bild zu erzeugen, wenn der Gegenstand auf der anderen Seite ist. Das sieht jetzt wie folgt aus. Wir haben also diesmal den Brennpunkt weiter weg und wir legen den Gegenstand jetzt innerhalb der Brennweite. Dann passiert Folgendes: Der eine Strahl geht wieder durch den Brennpunkt, der andere Strahl geht durch den Mittelpunkt und diese Strahlen gehen auseinander, schneiden sich aber auf der Rückseite. Das heißt, wir bekommen auf der anderen Seite jetzt ein sogenanntes virtuelles Bild. Und wir können die gleichen Gleichungen benutzen wie vorher, wenn wir die Bildweite und die Bildgröße einfach negativ definieren. Das heißt, wir nehmen die ganz normalen Formeln und sagen, wenn wir ein virtuelles Bild haben, dann ist die Bildweite negativ und die Bildgröße ist auch negativ und f und g bleiben positiv. Wenn wir das jetzt hier also ansetzen, dann brauchen wir nur zu sehen, aha, die Linse wird als Lupe verwendet. Als Lupe bedeutet also, es entsteht kein reelles Bild. Wir sind irgendwo hier hinten mit dem Auge und wollen eben, also hier, und wollen hier das große Bild nur sehen mit dem Auge. Also ein virtuelles Bild kann nur mit dem Auge wahrgenommen werden. Es ist also nicht möglich, ein Stück Papier dorthin zu stellen. Und wir wissen jetzt, dass die Bildweite zwar den Betrag 10 hat, aber hier noch ein ganz wichtiges Vorzeichen dran muss. Die Bildweite ist minus 10. So, jetzt können wir wieder die üblichen Gleichungen ansetzen. 1 durch f ist gleich 1 durch g plus 1 durch b. Und die Vergrößerung ist gerade Bildgröße durch Gegenstandsgröße und Bildweite dividiert durch Gegenstandsweite. So, das ist jetzt minus 10. Das heißt, wir erhalten die Gleichung b ist gleich minus 10g. Und die können wir hier einsetzen. Dann steht da 1 durch f ist gerade gleich 1 durch minus 10g plus 1 durch g. G ist gesucht. So, und wir brauchen das nur noch auf den Hauptnenner zu bringen. Dann haben wir also im Prinzip hier unten 10g und hier oben haben wir, ich bringe den hinteren Term nach vorne, 10 minus 1. Das heißt, wir haben 9 Zehntel durch g als 1 durch f und damit ist g gerade gleich 9 Zehntel f.
Und das Ergebnis sind dann 4,05 cm. Um die Endformel zu erzeugen, muss ich diese Rechnung jetzt ganz allgemein machen. Das heißt, hier wollen wir nochmal ansetzen und das ganz allgemein hinschreiben. Wir haben also nichts anderes gemacht als diese Gleichung hier aufgelöst und haben gesagt, b ist gleich Bildgröße dividiert durch Gegenstandsgröße mal Gegenstandsweite. Das wurde hier eingesetzt. 1 durch f ist gerade gleich 1 durch g plus 1 durch b. Also b mal g dividiert durch g. Das erweitern wir jetzt mit b und schreiben auf, das ist b mal g dividiert durch b plus g. Und jetzt geht das g rauf und wir erhalten g ist gleich b plus g dividiert durch b mal f. Und das ist gerade gleich 1 plus g durch b mal f. Das hier also die Endformel, auch an die Dimensionskontrolle denken, dimensionslos, Zentimeter, die Dimensionskontrolle kommt hin. Nochmal nachtippen, das Ergebnis 4,5 folgt raus. Wir können uns auch noch die Bildweite ausrechnen. Die Bildweite sind minus 40,5 cm und dann können wir auch nochmal bei alle Werte in diese Formeln einsetzen und so können wir sicher sein, dass wir keinen Fehler haben. Ja, vielen Dank.